Bonsoir, mesdames et messieurs. L'Institut Pierre Werner, le bureau d'information du Parlement européen et le site europaforum.lu sont très heureux de vous accueillir ce soir pour un débat sur les élections européennes. Les partis en lice, qui sont regroupés dans de grandes familles politiques européennes, auront un candidat tête de liste. Au début, quand tout se passait encore il y a quelques mois de façon très vertueuse, ce candidat était aussi censé viser, en cas de victoire, la présidence de la Commission européenne. Entre-temps, les choses se sont compliquées. Je ne veux pas préjuger du débat, on en parlera donc au cours de la soirée. Il y a donc eu de grands changements sous l'influence de l'Union européenne dans la manière de gouverner les États membres, notamment par exemple à travers la coordination des politiques macroéconomiques. Et là, la question du rôle du Parlement européen se pose. Ces changements ne sont effectivement pas opérés sans accroc, puisqu'à maintes reprises, les grands États membres surtout n'ont pas hésité à donner à certaines politiques une inflexion fortement intergouvernementale, ce qui a menacé l'équilibre entre les institutions de l'Union européenne. Ces changements ne sont pas non plus opérés sans accroc, dans la mesure où ils ont soulevé des questions de légitimité démocratique des mesures prises. Ils ont posé des questions en ce qui concerne la souveraineté des États et de leurs institutions, par exemple les parlements nationaux. Il y a eu des oppositions à la nature perçue comme franchement néolibérale, de nombreuses démarches censées amener des solutions. Il y a eu l'impact social des mesures prises, qui a aussi mis des limites à ce que les populations s'approprient les politiques de l'Union européenne. Puisqu'on parle souvent d'appropriation des politiques, il y a aussi là des limites. Finalement, maintenant, avec le débat autour du Parlement et des élections européennes, la crainte est d'ores et déjà formulée dans les grandes familles politiques européennes, donc les chrétiens-démocrates, les sociodémocrates, les libéraux et les verts, que sous le double coup des problèmes sociaux non résolus et aussi de la réduction des marges de décision des États membres considérés comme souverains, les élections européennes conduisent à l'élection de très nombreux députés européens eurosceptiques. Donc la grande question, selon moi, c'est est-ce qu'il y aura une automaticité entre la victoire d'une tête de liste, exemple Martin Schulz, qui a été désigné tête de liste du Parti Socialiste Européen, et la nomination du prochain président de la Commission européenne qui remplacera José Manuel Barroso. Pour moi, la question reste entière, mais on a quand même une grande partie de la réponse au dernier sommet européen des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, avec la réponse d'Angela Merkel qui a dit non, pour elle, il n'y a aucune automaticité entre ces deux événements, donc les élections européennes, la victoire d'une tête de liste et la désignation du président de la Commission européenne. Donc on reste un petit peu flou sur la question. Si on revient à la lettre du traité de Lisbonne, là aussi on reste un peu sur notre faim, puisque l'article 17 du traité de Lisbonne dit seulement que le Conseil européen, donc les 28, doit tenir compte des élections après avoir procédé aux consultations appropriées et ensuite statuer à la majorité qualifiée pour proposer au Parlement un candidat. Donc il y a une volonté de politiser cette présidence de la Commission, mais on a des voix un peu divergentes, comme celle de Sylvie Goulard, qui est députée libérale française, MoDem, qui, elle, pense que la politisation de la Commission européenne risque tout simplement de frustrer davantage le citoyen, car le Conseil européen, lui, le Conseil des 28, resteront sans contrôle, alors qu'il y aura peut-être plus de contrôle démocratique pour la présidence de la Commission, mais moins pour, trop peu, en tout cas selon elle, pour le Conseil européen. Was passiert am 25. Mai
das wurde eben schon gestreift, die Erwartung, dass das Europäische Parlament viel, viel bunter sein wird, als es heute der Fall ist. Es gibt jetzt auch schon eine riesen Bandbreite, aber so wie die Umfragen, das Meinungsbild in Europa aussieht, ist damit zu rechnen, dass ja doch in einigen großen Mitgliedstaaten sich da erheblich was verändern wird. Nehmen wir Großbritannien, wo die euroskeptische Partei UKIP möglicherweise allen anderen den Rang ablaufen wird. Und Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat in dem Fall, glaube ich, zu Recht gesagt, dass die Wähler, wenn sie durch die innenpolitische Debatte so konditioniert sind, dass alles, was aus Brüssel kommt, des Bösen ist, dass sie dann im Zweifelsfall sagen, okay, dann wählen wir gleich das Original. Und in dem Fall ist die UKIP die Partei, die eben die radikalsten Thesen vertritt. Und ich glaube, dass jetzt die Diskussion, wie sie sich jetzt entwickelt, mit einer Polarisierung vielleicht doch dazu führt, dass dieses Mal der Vorteil ist, dass wirklich über Europa gesprochen wird. Und das muss gemacht werden, denn das merkt man ja in fast allen Mitgliedstaaten, die berühmte Kluft zwischen denen, die in Europa das Sagen haben und die das erdulden oder die Folgen tragen müssen, die ist nicht kleiner geworden, sondern größer. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn der eine oder andere Politiker auch mal hier in diesen Raum käme, dann wüsste er, wie es ist, wenn man zu den Menschen aufblickt und nicht immer irgendwo vom Elfenbeinturm herunter. Sichtweise des Parlaments hängt weniger damit zusammen, dass sie jetzt fast überall über die Gleichberechtigung bei der Gesetzgebung verfügen, sondern dass man heute viel schneller reagiert, auch in dem Medienzeitalter, wo wir ständig online sind, wo über Blogs informiert wird, Twitter. Das führt dazu, dass es ein regelrechtes Rennen auch gibt. Wer hat die Nase vorn, wenn es darum geht, neue Entwicklungen aufzuzeigen? Und das Europäische Parlament hat nun mal das Glück, dass es in der Gesetzgebung, wenn es einen Vorschlag gibt von der Europäischen Kommission und dann das Parlament und der Rat, die Regierung dann zusammen entscheiden, ist das Parlament als Erster am Drücker. Und dann kann man schon sehen, in welche Richtung möglicherweise Entscheidungen gehen. Beispiel Tabakrichtlinie, ja sehr, sehr umstritten war dieses Projekt. Oder die Abgaswerte für Autos ist ein Thema, was jetzt auch sehr heiß in der Diskussion ist, weil also auch meine Landsleute bzw. die Regierung dort alles dran setzt, eine Verschärfung möglichst auf die lange Bank zu schieben. Das Europäische Parlament hat wohl mehr Kompetenzen bekommen, wir haben es schon gehört, vor allem in der Innenpolitik und in der Justizpolitik. Das wurde jetzt mal aus dem intergouvernementalen Bereich auf die EU-Ebene gehoben, das Ganze. Aber gleichzeitig haben wir also viel mehr Kompetenz mit dem Lissabonner Vertrag, aber auch gleichzeitig, Michael Stabenow hat das schon angeredet, mit dem Fiskalpakt und mit dem europäischen Semester wurde während der Krisenbewältigung, dem Krisenmanagement, ziemlich viel wieder auf die Ebene der Regierung gezogen. Das heißt, die mittlerweile 28, die haben sich am Europäischen Parlament vorbei Regeln erstellt, die jetzt, was nicht mehr unter der demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlaments liegt. Trotzdem im Innen- und Justiz, was jetzt ja besonders gut ist, dass die jetzt damit reden können, was die Datenschutzverordnung anbelangt und alles, was auch SWIFT, Weitergabe von Daten über die Bankkunden und PNR-Daten, das ist alles, SWIFT wurde ja mittlerweile von im Zuge der Spionageaffäre jetzt vom Europäischen Parlament ausgesetzt. Eigentlich müsste die Kommission jetzt tätig werden. Die Kommissarin Viviane Reding hat gesagt, sie wartet erst einmal darauf, dass das Parlament da tätig wird, als Co-Legislateur, als Mitentscheider. Die haben das eingeführt, dann müssen sie es jetzt auch stoppen. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Reaktion dann kommt von der Kommission, um das dann auch, damit der Rat das dann auch mal auf Eis legen kann.